Glück auf! Nein, Blödsinn. Bin ja nicht Goose. Verdammt, wer bin ich schon wieder? Ja, Carlos. Servus, Bur, grüß dich! Du hast 777 Abonnenten erreicht. Zumindest zur Challenge ausgerufen. Abonnenten hast du sowieso schon mehr. Wobei ich natürlich sehr gerne daran teilhabe, da ich deine Videos immer wieder gern verfolge. Immer was zum Schmunzeln dabei, immer Action. Aber so soll es auch sein. Ja, du hast von uns verlangt, oder gewünscht, dass wir dich einmal begrüßen und dass wir dir einen Knoten zeigen. Okay, begrüßen werde ich dich jetzt gleich danach mit einem Getränk, was ich fast nie will. So, also, schauen wir mal. So, gut. Dir zu Ehren gibt es heute kein stinknormales Käfchen, sondern eines von der Bialetti. So, ab aufs Feuer. Ja, das ist ein Gedicht, das sind Klänge. Ich denke mit Milch und Zucker, ich habe auch etwas vorher reingegeben. Und in diesem Sinne, Gus, der ist auf dich. Prost, mein Freund. Ja, das ist Kaffee für Männer. So, und jetzt zeige ich dir, wie der Knoten geht. So, das ist einmal der Top-Segel Shotstick, den dir schon der Tactical gezeigt hat, oder Tactical. Der Knoten ist natürlich super, den kann man auch wirklich gut gebrauchen. Ich habe den auch gerne in Verwendung. Aber wenn du mal mehr Spannung auf das Seil brauchst, dann zeige ich dir jetzt einen anderen. Ich habe das Seil jetzt einmal zwischen zwei Bäumen gespannt. Wie gesagt, der Top-Segel-Schutzding ist nicht schlecht, aber wenn du wirklich Zug drauf brauchst, schaffst du das natürlich nie zum Spannen. Dann zeige ich dir jetzt einmal einen anderen Knoten, den ich auch oft verwende, wenn ich wirklich auf Spannung gehen muss. Und zwar, das ist der Schmetterlingsknoten. Ich zeige ihn dir mal schnell, wie er funktioniert und dann mal genauer, wie man den macht. Ja, mit den Schmetterlingsknoten kannst du natürlich hier mal ordentliche Spannung drauf bringen und mit einem halben Schlag hast du da schon mehr Spannung drauf als wie mit dem Top-Segel-Schultstick. Ah, schweres Wort. Und natürlich sind auch diese Knoten alle ganz leicht zu lösen, denn sie nennen sich Brechknoten, die man ganz einfach wieder aufbrechen kann, auch mit klammen Fingern. So, und jetzt hole ich den her und zeige dir den, wie man den macht. So, diese Seite habe ich schon am Baum festgemacht. Die andere Seite ist das lose Ende. So, jetzt nehmen wir die, halten die Hand so auf und legen das, wickeln das dreimal drüber. So, jetzt gehst du mit dem Finger her, holst dir das mittlere, ziehst ganz leicht an und schiebst diese unter den anderen beiden durch und ziehst fest. Das ist der Schmetterlingsknoten. So, noch einmal. Die sind auch ganz leicht, der ist ganz leicht zum Lösen. So. Einmal, zweimal, dreimal. Dann dieses nehmen, anziehen. Unter den anderen beiden durch, halten und fertig. So, wir haben jetzt hier den Schmetterlingsknoten, dann gehen wir mit dem Seil um den Baum herum, fahren durch diese Öse. Jetzt hast du die Möglichkeit, hier ordentlich auf Spannung zu bringen und mit einem halben Schlag das Ganze zu sichern. Und du hast Spannung drauf, du kannst aber auch hergehen und wickelst nochmal um den Baum herum, gehst nochmal durch
und spannst noch einmal. Das Ganze wieder mit einem halben Schlag sichern und du hast Spannung drauf, da kannst du Bäume umreißen. So gut. Ich hoffe, ich konnte dir einen Knoten zeigen, der dir auch was bringt, den du verwenden kannst, den du dir auch merkst. Wenn nicht, ich zeige ihn dir gerne öfters, kein Problem. In diesem Sinne, mach weiter so mit deinem Kanal. Ein toller Kanal, sehe ich immer wieder gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute weiterhin und Glück auf. Ah nein, Servus, Bur, tschüss.